Hallo und schön, dass du wieder hier vorbeischaust. Mein Name ist Robert Kirschner und heute schauen wir uns an, wie du deinen Text so animieren kannst, dass er nach der Animation die Farbe ändert. Hierzu wechselst du in das Register Animationen und aktivierst hier den Animationsbereich. Da siehst du schon die bereits hinterlegten Animationen wischen für die jeweilige Zeile. Und im Animationsbereich klickst du jetzt auf die Animation, wo du die Schriftfarbe zunächst mal ändern möchtest und gehst hier auf dieses Dreieck und dort auf Effektoptionen. Im Register Effekt siehst du die gewählte Animation und hier schlägst du fest, was nach der Animation passieren soll. Standardmäßig steht hier der Eintrag auf nicht abbinden. Du kannst jetzt aber hier in diesem Listenfeld auswählen, welche Farbe zum Beispiel erscheinen soll. Das kannst du auch testen, was für dich jetzt passt, ob das helle Grau hier oder ein dunkles Grau für dich der passende Effekt ist. Ich entscheide mich mal hier für dieses helle Grau und sage dann hier OK und schaue mir das eben hier auch wieder in der Vorschau an. Und wenn dir diese Einstellung gefällt, kannst du sie auch gleich für deine weiteren Textanimationen auf dieser Folie übernehmen. Kleiner Tipp an der Stelle, damit es etwas schneller geht für die ganze Folie, ich habe hier jetzt die weitere Animation noch markiert und halte die Umschalttaste gedrückt und klicke auf die letzte Animation der Folie hier im Animationsbereich. Dann sind alle Animationen markiert und du hast nur noch die hier unten rechts das Dreieck zur Auswahl. Gehst hier wieder auf Effektoptionen ins Register Effekt. Nach der Animation wird die Farbe hier ausgewählt und dann übernehme ich das Ganze mit OK. Und dann habe ich das gleich für alle Textanimationen auf dieser Folie entsprechend übernommen. Abschließend testest du das nochmal hier mit der Vorschau links oben, ob das dann so passt, wie du dir das vorstellst. Und das schaut schon mal ganz gut aus. Ich wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Umsetzen dieses kleinen Tutorials. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse einen Daumen hoch oder abonniere meinen Kanal. Wenn du Fragen dazu hast, schicke mir eine persönliche Nachricht oder hinterlasse sie in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal.